Urlaubsatmosphäre im eigenen Garten. Eine Mischung aus mediterranem und alpinem Stil. Große Gesteinsbrocken aus Schrattenkalk, viele blühfreudige und immergrüne Pflanzen. Familie Kolb aus Beilstein hat sich den Wunsch erfüllt, den eigenen, zuvor eher schlichten Garten in eine grüne Wohlfühloase zu verwandeln. Bisher hatten wir ein Haus, in dem wir gewohnt haben und selten im Garten waren. Inzwischen ist es so, dass wir gefühlt einen zweiten Wohnraum ums Haus herum haben, einen Lebensbereich, in dem wir uns aufhalten. Viele regionale Materialien, Splittbelege aus Basalt, rustikaler Stahl und einfaches Fichtenholz. Die diversen Gartenelemente ergänzen das vom Besitzer selbst entworfene baubiologische Holzhaus. Die zum Teil 8 bis 9 Tonnen schweren Felsen sind jetzt fast nicht mehr zu versetzen. Ein großes Vertrauen, das die Bauherren dem Landschaftsgärtner Benjamin Klotz entgegengebracht haben. Er beschreibt es als einen Garten mit Naturarchitektur. Naturarchitektur bedeutet die Verbindung zwischen der Hausarchitektur und der Natur im Garten. Und das spiegelt sich aber auch wieder in der eigentlichen Gartengestaltung. Also wir haben immer Elemente, die krass natürlich sind und sehr dominant. Und unsere architektonischen Formen fügen sich dem. Etwa 8 bis 10 Wochen hatte es gedauert, den Garten umzugestalten. Überall sind besondere Details zu entdecken, wie dieser rund 600 Jahre alte, abgestorbene Olivenbaum, der mit Blauregen berankt wieder zu neuem Leben erweckt ist. Jeder Blick aus den Räumen hinaus ins Grüne ist zielgerichtet geplant und gestaltet. Das Haus stand vorher in einem Grundstück im Kontext mit der Landschaft, hat im Außenbereich aber nicht wirklich so einen Bezug geschaffen. Das hat man auch daran gesehen, dass wir in unserem Garten selten waren. Seit der Garten so gestaltet ist, ist es so, dass es so ganz wurde, so eine Einheit geschaffen wurde, was es viel harmonischer und wirklicher, echter macht. Auf eine klassische grüne Wiese wurde bei der Gestaltung vollständig verzichtet. Abgesehen von 2 Zypressen und einem Apfelbaum hat sich alles verändert. Mit dem Einsatz der schroffen Steine war auch Ziel, sich im übertragenen Sinne die Berge in den Garten zu holen. Ja, wir haben sehr viele Pflanzenvielfalt hier. Also wir haben teilweise eine Eichensorte, die sehr speziell ist und einfach einem Olivenbaum ähnelt. Dann haben wir sehr viele einfache Pflanzen auch kombiniert, die sehr blühfreudig sind und so eine generelle Exotik ein bisschen darstellen. Das soll einfach ein Hauch von mediterranem Feeling entstehen und aber auch heimische Pflanzen verwendet werden. Aufgrund der Hanglage musste der Gärtner einen großen Höhenunterschied abfangen und das mit wenig Platz. Viele Herausforderungen, die es zu lösen galt. Im Endeffekt war es der zweite Entwurf, für den sich Familie Kolb entschieden hatte. Der zweite Entwurf, der waren alles in polygonalen Formen. Also nicht organisch, sondern dennoch streng architektonisch, aber sehr aufgelockert und der Fokus auf den unterschiedlichen Blickachsen, dass man durch diese Formen einfach Spannungen erzeugt. Und das war dann schlussendlich auch das Kriterium, dass wir uns für diesen Entwurf entschieden haben. Steffen Kolb beschreibt die Veränderung in seinem Garten als fast mystisch. Ein meditativer Blick in die Natur. Runterkommen, neue Gedanken fassen. Er fühlt sich wohl. Ich kann das schwer beschreiben, aber man wandelt durch den Garten von einem Meter zum nächsten und die Gefühle werden angeregt und man spürt die Tiefe, dieses Geerdetsein. Das hat was Mystisches, fast Spirituelles. Und es gibt auch verschiedene Bereiche, wo man sich unterschiedlich fühlt. Und das ist sehr bereichernd. Letztendlich sind es 3 Baukastenelemente. Holz, Stein und Pflanzen, die durch die unterschiedliche Zusammenstellung dem Garten ein Stück Natur zurückgegeben haben.
Familie Kolb hat sich Urlaubsatmosphäre nach Hause geholt und wohnt jetzt drinnen und draußen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.